Und damit herzlich willkommen nach dieser Schweigeminute, um Krommasch, der wieder zu Monorot gegangen ist. Monorot. Naja, was will man machen? Wir spielen jetzt wieder Dingsbums Astral in Kapitel 6, wo die wilden Windreiter wohnen. Zur selben Zeit am Fuße des Steinkrallengipfels. Kriegshäuptling, wir haben den Gipfel wie befohlen erkundet. Die Menschen haben bis ganz zur Spitze hinauf Befestigungen angelegt. Was haben Sie vor? Wenn Sie auf einen Kampf aus sind, hätten Sie schon genug Gelegenheiten gehabt. Ishnea Lopora, junger Kriegshäuptling. Kern, was macht ihr denn hier? Unsere Schuld bei euch Orks kann nur mit Blut beglichen werden. Wir helfen euch, das Orakel zu finden. Doch diese gepanzerten Blasshäute sehen gefährlich aus. Diese Blasshäute nennt man Menschen. Das sind unsere Feinde von jenseits des Meeres. Sie scheinen uns vom Gipfel fernhalten zu wollen. Die Weisheit des Orakels gehört allen. Vielleicht können uns die Wyvern helfen, die in der Nähe leben. Sie sind Eindringlingen nicht wohlgesonnen. Ondabu. Ja, dann haben wir Menschen zu erledigen, ne? Und... okay. Die Harpien haben die Wyvern versklavt. Ich warne euch, alter Narr. Der Steinkrallengipfel gehört uns. Hier kommt niemand lebend raus. Ob Mensch oder Monster. Zum Angriff, Schwestern! Nein, hallo? Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Wölfe. Wölfe sind ganz gut. Okay, dann wieder zurück. Was mache ich hier am besten? Erstmal. Warum ist seine Holzposition so scheiße? Ja. Du warst mal bitte hier in der Kriegswerkstatt hin. Ich kann hier nicht bauen. Dahin. Gieß da mal da unten Holzfällen. Alles klar. Dann brauche ich noch 1, 2, 3, noch ein paar mehr. Und wir haben hier anscheinend mit Lufteinheiten zu tun. Das heißt, Fernkampfwaffen. Noch ein paar Kopfjäger ist ganz gut. Trefferpunkt Regeneration, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich scharre schon mit den Hufen. Und hören wir uns mal die Tauren hier an. Ich kann helfen. Ich scharre schon mit den Hufen. Zur Arbeit. Schubst mich nicht, sonst spieße ich euch mit meinen Hörnern auf. Entschuldige. Fasst mich noch einmal an und ich ruf die Bullen. Die Milch macht's. Wollt ihr mir etwa ans Leder? Bereit zur Arbeit. Hey, was sind mir da für Buchstaben auf den Hintern gebrannt? Ole. Forschung abgeschlossen. Entschuldigung. Alles klar. Ich kann helfen. Okay. Die Erdenmutter ist nah. Forschung. Ich würde gerne irgendwas Interessantes sagen. Meine alten Knochen schmerzen. Ein Sturm zieht auf. Rache. Hört dieser Sultan. Ärger denn niemals auf? Nö, nee, wird niemals aufhören. Der junge Kriegshäuptling trägt eine schwere Bürde. Mein Stamm ist stolz und stark. Ich bete, dass dieser alte Körper mich nicht im Stich lässt. Die Erdenmutter ist uns wohlgesonnen. Rache für Sultan. Meine alten Knochen schmerzen. Okay, hat nichts Interessantes gesagt. So. Noch mal ein bisschen verteidigen. Quatsch, Angriff. Verteidigen, ja. B. Zu schreien. Bin ich taub. Rache für Sultan. So, und vielleicht.
Immer mit allen hin? Fernkämpfern. Also weiter. Steuerung 1. Klar, Mann. Ja, nicht darunter, nicht darunter. Die schlafen gerade. Ja. Okay. Ich habe hier was. Okay. Dann geht ihr mal. Geht ihr mal da hoch. Mehr Orkbauer. Da spare ich noch ein bisschen Holz. Da will ich noch ein bisschen sparen. Hier kann ich Sachen holen, okay. Die Geister sind ruhelos. Ja, okay. Wenn halt eben doch keine. Nicht nur Flugeinheiten kommen. Machen wir mal ein bisschen. So. Und die regenerieren Leben. Tatsächlich. Ich bin der Kriegshäuptling. Das ist interessant zu wissen. Darauf habe ich nie geachtet vorher. Echt nicht. Forschung abgeschlossen. Sehr schön, Forschung ist abgeschlossen. Dann Festung brauche ich dafür. Und Arkanit. Thorium, Stahl, also Stahl, Thorium und dann Arkanit, okay. Und hier kommt natürlich ein Angriff. War mir so klar. Das war so klar. Die Geister sind Gesundheitsstein. Das Inventar ist voll. Ja. Ja, vielleicht für Ondabu. Sind Tauren hier ganz nützlich. Meine alten Knochen schmerzen. Nimm das dann und geh nochmal wieder zurück. Also weiter. Okay, nächsten Gegner. Ja. Ondabu. Wollte gerade schon sagen, war es das? Wäre ich seltsam gewesen, wenn es wirklich schon alle Gegner gewesen wären. Scheiß Wildschweine. Geht sterben. Okay. Und dann die Spotterblitz einfach. Alles, ja, warum nicht? Für die Ehre. So. Was getan wird. Vielleicht mal ein Bistarium auf. Wäre vielleicht ganz schlau. Ja. Drei, okay, sind wirklich vier. So, Thoriumpanzerung. Rache für Sultan. Unser Gott wird angegriffen. Alter. Wir werden angegriffen. Nervt so ein ganz dezent, dass er da immer wieder was respawnt. Eure Zeit ist gekommen. Klingenmähnenhäuptling. Geh einfach sterben. Wie kann ich dienlich sein? Wo soll ich hin? Okay. Was immer ihr wollt. Ihr solltet eigentlich da rum hin. Ja. Alles meine Vitalität erhöht Leben. Der Kriegshäuptling. Ist für den Tauren vielleicht auch ganz. Verzag nicht, Jüngelchen. Nützlich, von daher, hol dir mal und geh mal wieder zurück. Freuden. Wonach steht euch der Sinn? Eisschutz wäre natürlich sinnvoll, aber. Müsste ich erst erforschen und erforschen habe ich keine Lust. Wollen wir noch ein paar mehr. Arbeit abgeschlossen. Das ist gleich fertig, sehr schön. Dann kann ich das hier noch erforschen und dann Kodo-Bestien. Wir brauchen mehr Orkbauer. Ja, mehr Orkbauer kriegst du gleich. Ausbau abgeschlossen. So, mehr Holz brauche ich wieder, war klar. Wir brauchen mehr Orkbauer. Was soll ich tun? Die Geister sind ruhelos. So, hier sind wieder Harpyen. Wie sie so schön heißen. Der Harpien. Betonen möchte. Harpyen oder Harpien? Oder Harpien? Ist. Naja. Rolleschutt, ne? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Für die Ehre. Aber vielleicht der Mana-Trank, der ist vielleicht ganz nützlich. Abgeschlossen. Ondabu. Wo soll ich ihn hin? Der ist wirklich ganz nützlich. Die Geister sind ruhelos. So. Wir werden angegriffen. Und hier werden wir von Blau jetzt, okay. Meine alten Knochen schmerzen. Ein Sturm. So. Kann ich immer noch nicht machen. Wir werden angegriffen. Teuer. Was kriege ich auch nur so wenig Holz durch die. Das ist richtig. Richtig krass. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr. Die Geister sind ruhelos. Aber gut. Schnell, Krieger. Befreit die Wölvern. Ja, schon unterwegs. Wir brauchen
weiter. Hat die auch noch gerade rein? Ja. Zup, 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 zup. Mana-Anhänger. Mana-Anhänger ist nützlich. Mehr Mana. Schön. Aber der Rest hier sollte kein Problem sein. Zip, zip, zip. Wow, ich dachte, geht er noch hier rüber. Nein. Na dann. Komplett dann, ja. So. Diese stolzen Wesen werden uns nun helfen, den Gipfel zu erreichen. Wenn du das so sagst. Die Geister sind ruhelos. Glaube ich das mal. Die Erdenmutter ist nah. Habt ihr jetzt die alle erledigt? Dann könnt ihr doch... Ich kannst du mal hier hingehen. Irgendwas Interessantes kommt. Wenn ein weiterer Brunnen ist vielleicht... Alten Knochen schmerzen. Okay. Du sagst Schall dazu vielleicht dann was? So, mehr Orkbauer. Machen wir gleich. Könnt ihr das mal... Bringt ja dann nichts. Ja. Verdammt. Auf 61. Aber Gold kriege ich eh genug grad. Mir fehlt nur Holz. Dezent. Die Erdenmutter ist nah. Geht mal hier oben hin. Genau. Und wir wissen, was hier drin ist. Mit Freuden. Okay. Verzeih müsst ihr beide dahin? Jüngelchen. Ich dachte, da wird irgendwas getriggert. Lass knacken. Das schaffen die auch alleine. Na? Ich bin der Kriegshäuptling. Hä? Okay. Ja. Ah. Für die Ehre. Dann ist das einfach nur ein Deko-Gegenstand oder so. Die Geister sind ruhelos. So. Sind Feinde im Anflug? Weiß ich nicht, geht mal hier hin und guck mal. Wir müssen nur das zerstören. Ich versuch mal, Hellblau irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil Hellblau müssen wir irgendwie nicht machen. Also weiter. Hier. Kann ich mir einen Goblin-Schredder holen? Bitte schön. Wir brauchen mehr Orkbauer. Ah, stimmt, da war ja was. Verzag nicht, Jüngelchen. Ich brauche Befehle. Was ist denn da oben? Die Geister sind ruhelos. Ah, ein Gegner. Forschung abgeschlossen. Da Gegner gesehen. Forschung abgeschlossen. Ah, kann nicht Fernkampf. Ja, sich. Okay. Muss was getan werden. Kann ich jetzt auch gleich die Bauer richten. So, eins. Dieser Ort wurde entweiht. Okay. Ich spüre, dass die Geister geflohen sind. Alles klar. Schön, dass du es dann sagst, wenn ich längst noch wieder weg bin. Fechtgarde, danke. Gib den ab. Dankeschön. Aber gern. Und dann wieder Holz. Also weiter. Zack. Und du. Bam. Geh bitte sterben. Und der ist respawned. Der Drecksack. Sag nicht, Jüngelchen. Ich bin der Kriegshäuptling. Kann das genauso. Die Erdenmutter. Dann nimm das mal und geh da wieder hin. Den Glyph der Reinigung. So ein Brillenputz, du. Damit reinigt man dann so. Ja. Brunnen. Wen soll ich töten? Ich bräuchte vielleicht ein, zwei. Ja, mehr Holz. Oh Gott. Warum ist denn Holz so eine scheiß Mangelware? Wir brauchen mehr Holz. Ach, der braucht auch noch Holz. Also man kann einfach so einkaufen. So ein bisschen Gold, aber Holz. Arbeit abgeschlossen. Mittelschwere Nahkampfeinheit aus Eisen. Kann große Holzmenge abbauen. Ja, wäre schön, wenn ich dann das mal machen könnte. Noch 5 Holz. So. So, du kannst ja Unmengen. Oh, Die Geister sind ruhelos. Okay. Das ist nicht so schön. Ein Sturm zieht auf. Hört auf. Ist nicht nett. Ist nicht nett, was du da machst. Hör auf. Aus. Pfui. Arschloch. Na dann.
Verwüster. Habe ich mein Zeppelin noch? Ja. Und du kannst ja ordentlich Holz sammeln. Irgendwie dauert das Holz hier länger als in einer Mission. Hm. So. Ich brauche Befehle. Steuerung 2. Ich bin der Kriegshäuptling. Vielleicht kann ich die schon zu wie viel? Wie viel können da rein? Zack, zack. Perfekt. Wollt ihr mir drohen? Sprecht, Häuptling. Na dann, geh mal dahin und du gehst auch mit da oben hin. Und lädst hier einfach mal direkt aus. Wenn die da mal angreifen. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ich hoffe, es geht nicht schief. So. Ach, die können auch noch Giftspeer. Okay. Nein, ich glaube, das ist eh zu spät. Oh. Das solltet ihr schaffen. Ja, sieht so aus, als würde ich es schaffen. Ich brauche Befehle. So. Das heißt es. Wir gegen die Menschenbasis. Das wird doch lustig. Nee, ich will dir nicht drohen. Aber danke fürs Angebot. Vielleicht noch mal ein paar mehr. Einfach so, weil ich es kann. Wir werden angegriffen! Die kamen von hinten. Nee, ich kam von vorne direkt. 30% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit ist immer gut. Also, so empfinde ich. Mehr Angriffsgeschwindigkeit heißt mehr Schaden pro Sekunde. Und rein da. Zack. Und dann nochmal hier entladen. Kriegshäuptling. Sollte ich es ja doch schaffen, hoffentlich. Und ich hoffe immer, dass der Feind nicht gleich angreift. Die Geister sind los. Machen wir mal Erdbeben. Und vielleicht so. Da, perfekt. Alter. Macht ganz schön. Damage. Für die Ehre. Was ich, mitbekommen habe, ist der Erdbeben macht er so lange, solange er dem darauf fokussiert ist. Das heißt, dass ja 25 Sekunden lang theoretisch man kann theoretisch abbrechen. Sobald er dann bewegt wird, bricht diese Aktion ab. Ich bin der Kriegshäuptling. So. Ja dann. Die Geister sind ruhelos. Würde ich mal sagen, haben wir die Mission geschafft. Soll man diese Basis unten nicht auch noch zerstören muss. Irgendwie bezweifle ich das ganz stark. Ich weiß nicht warum. Wir werden angegriffen! Ja, ich weiß, dass ich angegriffen werde. Rache für Sultrin. Ich weiß immer noch nicht, wer Sultrin ist, aber ich vertraue dir einfach mal, dass du dafür, dass du wie ein Rache nehmen willst. Nee, reicht so. Die Orkbau, die wir haben, reichen. Und bumm. So, das Gebäude noch. Hier ist eine Höhle. Okay. Und dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Falls nicht doch noch was ist. Wartet, Kriegshäuptling. Das ist die junge Zauberin, von der mir Grommasch berichtet hat. Offenbar sucht auch sie das Orakel. Vorsicht, Jüngelchen. Diese Höhle wäre perfekt geeignet für einen Hinterhalt. Macht euch keine Sorgen, Kern. Ich wurde von Menschen erzogen und kenne ihre Tricks und Kniffe. Ich lasse nie im Leben zu, dass sie mich vom Orakel fernhalten. Dann auf geht's in die Höhle und gucken. Ich wette, wir können drin keine Basis bauen. Wir haben feste Einheiten. Und mit denen müssen wir das irgendwie da alles schaffen. Na, das wird spaßig. Aber erst in der nächsten Folge. Yay. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.